Herzlich willkommen zum Premium Talk. Entscheidend ist auf dem Platz, aber verbal geht's hier in die Vollen. Regelmäßig mit der Schalker Aufstiegslegende Didi Schacht und wechselnden Gästen. Viel Spaß! Premium Talk, die 7. Folge mittlerweile und wieder mal prominente Gäste, den prominentesten aller Schalker Fußballer vor allem, darf ich immer schon zu Beginn einer jeden Folge vorstellen, Didi Schacht. Schalker Aufstiegslegende, das weiß der Matze sicherlich auch, ne? Von damals 90-91, die Saison, als es für Schalke hochging, da hast du den Fuß und auch den Kopf hingehalten. Ich habe dich am Wochenende gesehen, beziehungsweise Freitagabend war es, Schalke gegen Pauli bei Sky am Mikrofon von Thomas Wagner und da haben die Kollegen von Sky nochmal so ein Tor ausgegraben von dir gegen Hessen-Kassel aus der Aufstiegssaison. Da hast du dich hochgeschraubt, das Ding per Kopf gemacht und so hoch springst du wahrscheinlich heute nicht mehr, aber die Leidenschaft, die bringst du auch heute wieder mit ans Mikrofon, deswegen schön, dass du hier bist. Auch heute wieder. Ja, und dann eben ein Mann, der alles Mögliche drauf hat. Der ist nicht so leicht in eine Schublade zu stecken, weil er Fußballexperte ist. Ist Comedian natürlich, ist selber noch am Ball unterwegs hier und da und ist heute Gast der 7. Folge, Matze Knob. Servus. Servus, ich freue mich sehr und du hast es richtig gesagt. Es ist, der Deutsche braucht ja immer die Schublade. Ja, genau. Und das ist in Amerika nicht so. Da kannst du ja alles machen, da kannst du singen, Schauspielerei und so. Das ist in Deutschland etwas schwieriger, aber du hast es gut zusammengefasst. Ja, oder? Also ja. Comedian und Fußballexperte ist schon mal so ein bisschen was. Was kommt da noch hinzu? Du trittst auch für Moderation mache ich, bin ja Riverboat, MDR Riverboat, durch den Talkshow-Moderator seit jetzt etwas über einem Jahr, muss ich sagen. Dies Jahr natürlich logischerweise auch wieder, habe ich 10 bis 12 Sendungen, meistens so 10, 11. Und ich ab und zu singe ich auch mal. Das ist aber mehr so ein Hobby, was sich aber gut in meinen Beruf integrieren lässt. Ich habe ja Numero Uno, Fritti, Scampi, Chianti, als Super Ricci damals noch angefangen, die etwas Jüngeren, würde ich sagen, die etwas Älteren werden sich erinnern, als sie noch jünger waren, so. Ja. Stark. Was machst du davon am liebsten? Gibt's gar nicht, ne? Alles gleichermaßen. Nein, ich mag die Flexibilität, diese Variabilität, dass du sagst, mache ich das, morgen mache ich das, aber grundsätzlich die Bühne und Sport liegt mir schon sehr am Herzen. Ich bin in so einer richtigen Fußballerfamilie groß geworden. Mein Vater war ja Trainer von Karl-Heinz Rummenigge erst und bei Borussia Lippstadt und dann von Michael Rummenigge. Ich selber bin, glaube ich, im Verein, seit ich 5 bin. Mein Onkel war lange mein Trainer, mein Bruder hat eine Trainerlizenz, also von daher, meine Mutter hat die Wäsche gewaschen. Ich komme aus einer richtigen Fußballerfamilie und Fußball habe ich wirklich, kann ich wirklich sagen, im Herzen und habe das, bin ja Capitano, ist heute übrigens wieder Training heute Abend, der Komiker-Nationalmannschaft. Also ich spiele immer noch regelmäßig. Wer spielt da alles so mit? Wir haben einige Comedians, die man jetzt vielleicht noch nicht so kennt, die aber bestimmt noch kommen werden und erfolgreich werden. Dann haben wir, Luke Mockridge ist schon mal dabei, Olli Pocher hat schon mal mitgespielt, Abdel Karim, Olli Briesch von 1Live, Sven Pistor, der ja immer die WDR-Sendung macht, Sport. Also von daher, wir haben gute Leute. Und schlimmer als die Kicker in der Border League kickt ihr auch nicht, oder? Nee, also ich muss ganz ehrlich sagen, wir hätten da eigentlich auch mitmachen können, weil wir haben das Potenzial. Wir sind auf jeden Fall viel lustiger als alle anderen. Ja, ich bin da ab und zu mal als Hallensprecher unterwegs und was die sich da zum Teil, ich sag mal, fußballerisch erlauben, ist Wahnsinn. Weil, also, warum? Weil? Ja, aus 5 Metern erstmal in den Oberrang den Ball geknallt, so richtiges Gebolze in der Halle, so, wo ich denke, da können die auch noch mitspielen. Aber kommen die irgendwie, sind das nicht irgendwie Oberligaspieler und Regionalligaspieler angeblich? Das ist ja das Schlimme an der Nummer. Das ist ja das Schlimme, ja. Aber guck's dir gerne mal selber an. Das ist ein spezielles Thema. Ich will es aber gar nicht zu schlecht machen. Das ist auch ein anderes Thema. Didi, wir gehen direkt mal rein in das ganze Gebaren des vergangenen Wochenendes. Erste, zweite Liga und auch immer mal wieder ein Randthema. Ich würde mal ganz anders anfangen wollen und beginne mal mit dem Thema keine Investoren in der Bundesliga. Das ist jetzt schon so ein paar Tage alt. Mittlerweile hat da jeder eine Meinung zu. Ist das gut, ist das schlecht? Was ist deine Meinung dazu? Ja, bisher waren Investoren, sagen wir bei 1860 München, der Ismanik, dann war bei KfC Euro, Uerdingen. Beide haben vieles versprochen, konnten aber am Ende nichts halten. Siehe 1860 München, dritte Liga, KfC Uerdingen kickt mittlerweile in der Oberliga. Trotzdem denke ich aber, dass wir Investoren brauchen im deutschen Fußball, damit wir auf Dauer auch international mithalten können. Und da sehe ich ein großes Problem. Wenn ich das jetzt in England sehe, wo sehr viele Investoren tätig sind, und immer wieder Geld reinschießen und man sieht, die englischen Vereine sind auf dem Vormarsch. Beste Beispiel ist Liverpool, Manchester City, brauchen wir gar nicht drüber reden. Und ich glaube, in Deutschland brauchen wir das auch. Aber was ganz wichtig ist, wir dürfen selber das Zepter nicht aus der Hand geben. Es muss so geordnet sein, dass der Verein und der Vorstand
weiterhin das Sagen hat, dass die Investoren investieren dürfen, auch ein gewisses Mitspracherecht haben, aber dass das wirklich beim Verein liegt, um die bestmöglichen Entscheidungen treffen zu können, sodass am Ende dann auch der sportliche Erfolg da ist. Matze, jetzt hat der Lidi was Entscheidendes gesagt. Wir brauchen Investoren, um mittel- bis langfristig weiter wettbewerbsfähig zu sein. Brauchen wir diese Wettbewerbsfähigkeit überhaupt im Vergleich zu den anderen Top 5 Ligen in Europa? Oder kann man nicht einfach mal hergehen als deutscher Fußballfan und sagen, die Bundesliga, das ist kulturgewachsene, die ist uns lieb, so wie sie ist, und wir müssen nicht ständig so hinterherhecheln und gucken, wir müssen mit England, mit Spanien mitschwimmen. Weil ich finde zum Beispiel gerade die genannten Ligen, Spanien und England, sind eh schon weit voraus. Ja, das ist eine generelle Entscheidung. Also es ist auf jeden Fall die Entscheidung, ob man sagt, ja, wir müssen eben, wie du gesagt hast, international mithalten. Klar, wenn du in der Champions League eine Rolle spielen willst, dann geht es wahrscheinlich nicht anders. Aber auch da, sind wir mal ganz ehrlich, reden wir am Ende über einen Verein, vielleicht über zwei, maximal über einen dritten. Alle anderen haben damit auch nicht so wahnsinnig viel zu tun. Dann kommt noch die Europa League und dann wird es eigentlich ja schon relativ uninteressant, sagen wir mal so. Du könntest natürlich auch den umgekehrten Weg gehen. Du könntest natürlich sagen, nee, wir konzentrieren uns wieder mehr auf die Bundesliga. Wir haben auch wieder mehr einheimische Spieler. Also ich kann mich erinnern, irgendwann in den 70er, 80er Jahren, Nürnberg oder was, da spielten nur Franken. Ne? Also wirklich nur Franken. Noch nicht mal Bayern, nur Franken. So, das hat natürlich zu einer Bindung geführt. Da hat natürlich der Fan aus der Region gesagt, ey, finde ich cool, ich gehe dahin, das sind meine Leute. So, jetzt mittlerweile hast du den einen Spieler aus, was weiß ich, aus Kamerun, der zweite kommt aus Brasilien, der dritte aus Frankreich. Und irgendwann ist vielleicht noch mal einer dabei, der schon mal in München gelebt hat. So, das ist jetzt, grundsätzlich muss man sich da überlegen, wo soll die Reise hingehen? Wenn du es jetzt aus, es ist natürlich, Fußball ist Unterhaltung auf der einen Seite. Für den Fan, man macht es, ohne Fans funktioniert es nicht. Das bin ich übrigens der festen Überzeugung. Auf der anderen Seite eben ist es auch eine wirtschaftliche, es ist Unterhaltungsindustrie. Es ist ja nichts anderes wie ich, wenn ich Comedy mache, stehe auf der Bühne und kein Mensch würde kommen. Ja, da würde es auch keinen interessieren. Und da brauchst du auch jemanden, der natürlich vielleicht sagt, naja gut, die Videowand, also irgendeiner muss es bezahlen. Und deswegen, wenn man Investoren will, dann sehe ich es genau, wie du es gesagt hast, dann müssen trotzdem die Vereine die Oberhand behalten. Gibt ja gute Beispiele, wo es funktioniert hat. Jetzt werden einige sagen, Matze, aber Red Bull in Leipzig funktioniert ja. Ja, wenn du Hoffenheim nimmst, es funktioniert ja. Aber es gibt auch andere Beispiele, du hast schon ein paar genannt. Lars Windhorst bei Hertha BSC Berlin hat nicht funktioniert. Ja, und wenn der dann da irgendwie auch in jeder zweiten Pressekonferenz sitzt und irgendwie mitredet, dann ist das wahrscheinlich eher kontraproduktiv. Also ich finde schon wichtig, dass man es, wenn, sehr gut überlegt macht und sich wirklich genau überlegt, was geben wir denn her an Rechten und was behalten wir vor allem und wo haben wir die Hand drauf. Dann finde ich es vollkommen in Ordnung, es ist auch gesund. Ja, und ich finde, dass man das Ganze nicht nur schwarz und nicht nur weiß sehen darf und kann. Weil Das Investoren stimmt. sind am Ende des Tages auch Unternehmer und der ist der eine so unterschiedlich wie der andere. Und du musst immer gucken, mit wem setzt du dich an einen Tisch, welche Philosophie hat der, inwiefern kannst du den mitnehmen ins Vereinsgebaren, inwiefern ist er nur Geldgeber und sollte sich fernhalten und macht das dann auch wirklich, inwiefern droht da eine Gefahr oder eben nicht. Da ist ja jeder unterschiedlich. Man kann ja nicht sagen, Investor ist gleich Investor. Aber das, und jetzt wird es eben so tricky, ist alles eine Sache der Kommunikation. Wenn du als Verein weißt, mit dem und dem Investor, und Lars dann glaube ich, das Windhorst ruft schon an. Sekunde. meldet sich zum Ja, ich Glück. nehme das wieder zurück. Ja, es tut mir leid, aber ich muss das kurz mal loswerden. Danke. Tschüss. So, Genau, bitte. richtig. Ne? Also das dazu, da gibt es das Gespräch dann gleich noch. Wo war ich stehen geblieben? Bam, 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 bam. Genau, dass man das eben kommuniziert, die Fans mit auf die Reise nimmt und sagt, guck mal, das ist unser Mann, der würde gerne investieren mit Unternehmen XY. Wir haben uns auf das und das verständigt. Wo gibt es da Einwände? Dann kann man auch da nochmal ein bisschen nachjustieren, die eine oder andere Korrekturschleife drehen. Und am Ende hat man vielleicht ein Modell, was für beide Seiten passt. Für Verein, für Fans. Wenn man das Geld, was man in Tennisbälle investiert hat, wenn man das einfach schon mal in den Verein Das wäre gesteckt schon hätte, wären richtig wir was schon einen gewesen. ganzen Das ist Schritt weiter richtig. gewesen. Das Aber ist. grundsätzlich finde ich es auch gut, dass die Fans auch mal sagen, ey, jetzt ist mal hier, jetzt bis dahin und dann ist Schluss. Und jetzt kommt immer die Frage, wie willst du es als Fan denn machen? Du kannst ja entweder nur ein Plakat hochhalten, das ist die eine Variante, oder du sagst, ich komme nicht ins Stadion, das ist die andere Variante, oder du wirst halt Tennisbälle und ferngesteuerte Flugzeuge, was ich übrigens auch lustig fand. Man muss ja auch mal loben. Man muss ja auch mal loben, wenn einer Einfallsreichtum hat. Ja, absolut, absolut. Ich So. glaube, bei Union Berlin haben sie dann einige Tennisbälle jetzt irgendwie am vergangenen Wochenende oder was das Heimspiel davor an den Zaun gehängt, weil sie nicht mehr wussten, was sie damit machen sollen, nachdem die Entscheidung Ja. positiv war, aus Fansicht. Und ich fand übrigens auch, wenn du Hertha zum Beispiel nimmst, da hatte ich so das Gefühl, da war ja der Windhorst, dann war der Klinsy, Jürgen, genau.
Und dann hast du aber auch noch einen Preetz und noch einen, wer war da noch? Ein Gegenbauer oder wie hieß er? Ja, Ja, so. nicht Neugebauer. Nee, genau, so. Und dann hast du so das Gefühl, dass die sich aber alle untereinander so gefühlt nicht wirklich einig waren. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, wenn du irgendwas Jetzt entscheidest. Lehmann war auch noch dabei. Der war auch Der dabei. war auch noch Ja, mit die ihm. war auch noch dabei. So, und wenn du irgendwas entscheidest, ich glaube, dann musst du auch wirklich, dann müssen auch alle dahinter stehen. Dann ist es auch wichtig, wenn auch die Fans sagen, nee, finde ich gut. Weil es ist ja immer die Energie, die in irgendwas drinsteckt. Ja, absolut. Apropos Energie, die steckt gerade nicht so richtig in den Bayern, um mal die Grätsche zu machen und den Transfer zum aktuellen Bundesliga-Geschehen. Die Bayern wieder mal nur mit einem 2-2 in Freiburg am vergangenen Freitagabend. Ein Spiel, wo ich sagen muss, alle vier Tore tippitoppi, allererste Kategorie, kann man sich wirklich angucken. Die der Bayern, die der Freiburger und am Ende aber, und das ist das Entscheidende, nur ein Punkt. Die Leverkusen haben es nutzen können mit dem Derby-Sieg 2-0 in Köln. Jetzt 10 Punkte Vorsprung von Leverkusen schon auf die Münchner. Aber jetzt mal abseits vom Titelrennen. Thomas Tuchel, jetzt mal ganz ehrlich, was ist da los bei dir in der Mannschaft? Also, so geht es ja nun mal nicht. Ich freue mich erstmal über die Frage. Ich als Taktik-T-Rex muss natürlich sagen, das ist es. Ich werde total verkannt, weil ich sage immer, wir müssen uns straffen und strecken. Die Mannschaft hat nicht genug Stiffness. Sie muss die Laufwege hochdrücken, die äußeren Innen suchen und dann versuchen, im Mittelfeld im Kreis eine Raute zu bilden, die vorne im Strafraum, in der Box zu einem Quadrat wird, was sich dann zu einem Dreieck umformiert. Und wenn da die Spieler reinstoßen, ein Sané oder ein Musiala, das klappt, das ist klappt, dann gewinnen wir das Spiel. Aber die Spieler machen irgendwas, die spielen da Halma. Ich habe denen das so nicht mitgegeben. Ich weiß nicht, von wem sie es haben. Ich muss noch mal mit Arno Michels sprechen oder mit dem Jold Löw. Wie siehst du es? Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, in der ersten halben Stunde hätte Bayern schon Das war ein 3-0 Play. zurücklegen müssen. Ja. Aber schön, dass du mich mit Ja. einbaust. Nee, auf jeden Fall nach der ersten halben Stunde hätten schon 3-0 zurücklegen müssen und die müssen sich wirklich hinterfragen, wie geht's weiter? Muss man. Ich glaube aber auch, dass sie sich zusammensetzen werden. Die warten jetzt noch das Spiel ab gegen Rom. Wir werden sehen, wie dieses Spiel ausgeht. Sollte das nicht so ausgehen, wie der FC Bayern sich das wünscht, also dass wir eine Runde weiterkommen, glaube ich, dass es auch dann gleichzeitig der letzte Auftritt war von Tuchel. Die werden ihn dann beurlauben, werden vielleicht sogar den Amateurtrainer so lange da hinsetzen, weil es wäre ja dann auch nichts mehr zu holen für die Mannschaft. Kein Titel, das ist ja das Schlimmste, was es gibt für den FC Bayern. Man wird aber dann, und da wird Eberl für sorgen, eine richtig starke Mannschaft zusammenstellen. Werden auch, denke ich, den richtigen Trainer aussuchen. Das traue ich Eberl zu. Jetzt habe ich gehört, De Michelis ist auf einmal im Gespräch, weil er auch mal die A-Jugend gemacht hat beim FC Bayern und er wäre auch der deutschen Sprache mächtig. Das ist natürlich so eine Sache, ob Tuchel der deutschen Sprache nicht so ganz mächtig ist, obwohl, wie ich gerade gehört habe, war alles in Ordnung hier. Es hat gepasst. Ja, und dann werden wir sehen, wo der Zug hinfährt. Auf jeden Fall glaube ich, dass das Spiel jetzt gegen Rom das alles entscheidende Spiel ist. Und so wie die Mannschaft sich verhalten hat, scheinen sie Tuchel in keinster Weise mehr zu vertrauen und ihm auch gar nicht mehr richtig zuzuhören. Und ich glaube, dass sie dann nach einer halben Stunde angefangen haben, Fußball zu spielen. Das haben sie ja gemacht, dann haben sie auch die Tore erzielt, sind in Führung gegangen, all das, hatten dann auch noch die eine oder andere Möglichkeit durch Kane. Aber ich glaube, da hat der Trainer keinen Einfluss mehr drauf gehabt. Ich denke mal, dass die Mannschaft das untereinander gemacht hat und gesagt hat, hör mal, das kann doch nicht sein, wir können doch hier jetzt in Freiburg nicht verlieren. Jetzt lass uns nochmal eine Schippe drauflegen. Haben sie dann gemacht. Und dann bekamen sie natürlich auch wieder ein Tor rein. Das Tor war super gemacht, wurde ja aus der Luft, lange Ecke. Aber ist ja geschlafen worden beim Einwurf. Der Ball war 2 Stunden unterwegs und alles hat nur geguckt, wo er hingeht und wie er aufgelegt wird. Also das darf natürlich einer absoluten Top-Mannschaft, so wie Bayern ist, ohne Wenn und Aber nicht passieren. Ja, viele individuelle Fehler, die immer wieder zu Gegentoren führen. Das ist natürlich auch am Ende des Tages eine Sache, die auf die Trainingsarbeit oder auf den Trainer an sich zurückzuführen ist, wenn sich das wiederholt. Gut, jetzt können wir ein bisschen spekulieren. Und sagen, okay, vielleicht ist er bald schon weg. Spätestens ab Sommer ist Thomas Tuchel Geschichte beim FC Bayern, das ist klar. Wer kommt dann? Was wäre mit dem Jürgen? Der ist ja wieder frei. Jürgen ist jetzt frei, genau. Und ich könnte natürlich auch die Butterfiguren, die ich noch im Keller bei mir habe, die könnten wir noch wieder rausholen. Genau. Und ich war jetzt zuletzt in Südkorea und es war für mich das schönste Land in Südamerika, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber jetzt ist es eben wieder, jetzt habe ich wieder Zeit, könnte wieder mal anfangen. Und ich wäre für einen Umbruch, bin ich genau der Richtige. Vielleicht nicht als Trainer, aber so als Projektleiter, genau. Aber
Ich weiß, ich habe ja aufmerksam zugehört, was du gesagt hast. Ich stelle mir immer so vor, ich bin ja auch Fußballspieler. So, jetzt spiele ich nur oder habe nur unten in der Kreisliga A und in der Bezirksliga gespielt. Aber ich kann nur von mir sprechen. Ja, wenn der Trainer Personalentscheidungen trifft, wo ich sage, wieso spielt denn der Thomas auf links und der Andreas auf rechts, wieso machen wir das nicht anders? Okay, aber dass ich, wenn ich gespielt habe, ich habe immer versucht zu gewinnen und ich habe immer versucht, alles reinzulegen. Also ich weiß nicht, ob das immer so, ja, wenn der Trainer das nicht richtig sagt, ja, dann können wir ja auch nicht gewinnen. Also ich bin der Meinung, da sind ja trotzdem Spieler dabei, die verdienen 20, 25 Millionen. So, und das Geld verdienst du ja hoffentlich nicht nur, weil der Berater gut verhandelt hat, sondern im besten Fall auch, weil du es mal wert bist. So, und ich finde, dann muss auch mal so eine Mannschaft, und wenn sie wirklich gesagt haben, aus sich heraus, jetzt müssen wir mal hier, ja, dann frage ich mich, dann, wenn es so, dann müssen sie aber auch mal in Freiburg gewinnen. So, also ich finde, und das ist jetzt mal zur Verteidigung von Thomas Tuchel, ich finde, der hatte bis jetzt nicht eine einzige ruhige Minute in diesem Club. Der hat angefangen, hat, glaube ich, nach 3 Wochen gemerkt, ach du lieber Gott, wo bin ich denn hier reingeraten? So wirkte das auf mich. So, und da würde ich jetzt nicht gleich am Anfang ihm die Schuld geben. Hat dann versucht, irgendwie mit allem Möglichen, ohne dass ich es natürlich genau weiß, aber was man so hört, irgendwie da so einen Grip reinzubekommen. Die haben ja dann auch in der Saison schon komische Spiele abgegeben, wo sie geführt haben, wieder verloren. Am Ende haben sie dann ehrlich durch die Dusseligkeit von Dortmund dann die Meisterschaft geholt. Dann haben wir alle gedacht, jetzt kommt die Pause, jetzt wird es irgendwie. Dann hat man es auch so ein bisschen so. Aber trotzdem muss man sagen, ist ja dieser mediale Druck von außen, der ist bei Bayern ja immer da. Aber bei Tuchel hast du ja das Gefühl, die stürzen sich da drauf, als wenn der irgendwas hat. Ich sag mal so, und der hat ja auch irgendwas. Ich finde, der lässt ja auch keinen kalt. Ich sag mal, Bayern ist ja, alle reden drüber, obwohl die irgendwie, aber sie sind trotzdem, ja, sie sind Tabellenzweiter. Das gab schon mal vor 3 Jahren, weißt du noch, wann das war, als sie bei Dortmund 9 Punkte Rückstand hatten? Welche Saison war das? Boah, das ist 3, 4 Jahre ist das her. Und dann So. sitzt er nochmal durch. Aber hast du denn da so einen Aufriss gehört wie jetzt? Nee. Nee. Nee, So, nee, da nee. hatten sie 9 Punkte und da hat doch Und da keiner. sind sie auch im So. DFB-Pokal früh raus, ne? Ja, Ja, ja sind sie in so. den letzten Jahren ja sowieso. Ja, Wir haben in eben. letzter Zeit gar Also nicht mehr im die Finale Situation war gestanden. identisch. Situation war identisch. So, und ich glaube eben, dass es, und deswegen glaube ich, das hat auch was mit dem Verein insgesamt zu tun, diese starke, sagt man, Flanke Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge, die ist jetzt für mich so nicht mehr da. Und ich finde, das merkt man dem Verein an. Ja, und die Frage ist ja wirklich, gelingt dann so ein Umbruch, so nach dem Motto, das war jetzt ein reinigendes Gewitter, es ist viel schiefgelaufen, jetzt ziehen wir mal alles auf links, haben mit Eberl einen Sportchef, der auch das wieder in die richtige Bahn bringt und dann läuft es wieder? Oder könnte dem FC Bayern auch sowas drohen wie zum Beispiel dem FC Barcelona oder anderes Beispiel Manchester United, die auch mal eine ganz große Zeit hatten und jetzt nicht mehr so richtig in die Spur finden. Also das ist ja, ich sag mal so, ja, vorderes Drittel vielleicht noch bis hin zum Mittelmaß. Bei beiden Clubs, das ist jetzt auch seit Jahren irgendwie so dieser übliche Standard, die kommen da nicht mehr so richtig in die Spur. Zwei große verdiente Clubs. Könnte das im FC Bayern auch drohen? Erst nochmal kurz zu Thomas Tuchel. Du hast recht, wenn du sagst, er hatte vom ersten Tag an große Probleme da. Aber man wirft ihm auch vor, dass er im zwischenmenschlichen Bereich große Probleme hat. Das war bei Dortmund schon der Fall. Selbst bei Chelsea hat man es gesagt. Bei Paris ebenso. Und er hat, wir sind zwar nicht immer dabei, das ist richtig, und er hat es nicht geschafft, die absoluten Führungsspieler auf seine Seite zu ziehen bei Bayern München. Er hat Kimmich draußen gelassen, er hat Goretzka, er hat da ein bisschen rumgehampelt, dann hat der mal wieder gespielt, dann der war wieder nicht. Dann war dies mit Müller, auch wenn Müller sich so verhält, als wenn er jetzt der zweite Co-Trainer wäre und sich relativ ruhig hält. Ich glaube, dass das mit ein großes Problem ist. Und ich denke, er wird auch nicht so gestärkt von Rummenigge und von Hoeneß, auch ganz klar. Die haben ihn ja schon im Vorfeld auch immer gesagt. Dann hat er gesagt, ich weiß nicht, Tuchel wollte ich nie haben, so. Und dann haben sie sich unterhalten. Und dann haben sie ja wohl einen Weg gefunden, dass sie auf jeden Fall nach außen hin Waffenstillstand haben. Und das ist natürlich für einen Trainer sauschwer, wenn du merkst, dass sie nicht hinter dir stehen. Aber ich glaube, auch Tuchel hat durch seine Personalentscheidung auch so ein bisschen die Mannschaft verloren und auch die Akzeptanz innerhalb des Teams. Jetzt zum Thema Umbruch. Ich kann mich daran erinnern an die Saison 91, 92. Da haben wir damals in München gespielt und da war auch so eine Art Umbruch. Er ging dort vonstatten. Den hat Bayern immer zwischendurch mal. Und dann haben sie auch in dieser Saison keinen Titel geholt, haben aber dann im Sommer wieder richtig gut eingekauft. Und genauso war es in der Zeit
als Borussia Dortmund Zweimal Meister wurde. zweimal hintereinander Meister geworden ist. Das war ja das Schlimmste. Da war Hoeneß, Rummenigge noch richtig im Geschehen drin. Und das war zu dem Zeitpunkt das Schlimmste, was es gab für Bayern. Dass sie keinen Titel oder dass sie kein deutscher Meister geworden sind. Und dann haben sie direkt zugeschlagen auf dem Transfermarkt, haben die Mannschaft wieder so verstärkt, wie es sein sollte, um ganz nach oben zu kommen. Und das haben sie geschafft. Und ich denke auch, dass Eberl in Zusammenarbeit auch mit Hoeneß, das wird jetzt noch ein bisschen enger wieder werden, hundertprozentig, auch von Rummenigge, weil das war ja der absolute Wunschkandidat, den wollten sie ja schon vom Jahr holen, da wollte er ja noch nicht, hat er ja noch Burnout gehabt, dann ging er nochmal nach Leipzig und jetzt ist er da in München gelandet und ich gehe davon aus, es wird ein Trainer geholt, das hat er Eberl schon am Wochenende verlauten lassen, wir müssen gucken, welche Spieler wir haben und da müssen wir gucken, dass wir den richtigen Trainer zu finden, dass das passt. Und dann denke ich auch, dass im nächsten Jahr wir wieder den FC Bayern sehen würden oder sehen werden, den wir kennen. Okay, bevor wir das Ja, Thema, wobei, ja. ich noch ein, also ja, finde ich, und nein, weil ich sag mal, sie haben natürlich damals, wen haben sie unter anderem gekauft? Robert Lewandowski, den haben sie von Dortmund weggeholt, damit wahrscheinlich so den stoßkräftigsten und erfolgreichsten Stürmer. Das ist natürlich jetzt 10, 12 Jahre später, finde ich, deutlich schwieriger. Ne? Das haben wir schon an dem Transfer Mané gesehen, wo ich immer gedacht habe, was wollen sie denn mit dem? Nicht, dass das kein überragend guter Spieler in Liverpool ist, in diesem Dreieck mit Firmino und Salah. Aber ich finde, zu Bayern hat der gar nicht gepasst. Und für mich hat man den auch nur gekauft, weil man für das Geld keinen anderen adäquaten Spieler bekommen hätte. So. Und ich glaube, das ist auch ein Problem des FC Bayern. Da bin ich sehr gespannt, ob das mit Max Eberl funktioniert so. Und natürlich, klar, Müller sicher vom Auftreten als Sprachrohr ein absoluter Führungsspieler. Aber es ist auch nicht mehr der Müller von vor 3, 4 Jahren. Das müssen wir auch klar sagen. Und bei Kimmich, so, und das ist ein gutes Beispiel, bei Kimmich haben ja alle immer oder viele vor 2, 3, ja, der will ja alles. Der will Ecken schießen und Freistöße schießen und dies und das, wo alle ja gesagt haben, weniger wäre mehr. Jetzt hat der Tuchel genau das quasi gemacht, der hat den erstmal rausgenommen. Jetzt sagen sie, ja, das geht ja nicht, der muss ja spielen. So, und die Frage ist ja, aber wie kriegst du denn einen Kimmich dann wieder dahin, dass er eben nicht so spielt wie vor 3 Jahren und schon gar nicht so spielt wie jetzt, sondern dass er wirklich mal sein volles Potenzial abruft, so wie es ein Philipp Lahm getan hat? Für mich ist Kimmich, sage ich nach wie vor, einer der überschätztesten Spieler bei uns in der Bundesliga. Kimmich, wenn du ihn jetzt auf dem Platz siehst, er ist am meisten mit sich selber beschäftigt, dann ist er nur mit dem Schiedsrichter dran, nur mit seinen Gegenspielern, Ja. dann mit seinen Mitspielern. Und letztes Mal wollte er auch noch den Co-Trainer verhauen. Also der hat so viele Probleme auf einmal, weil er es gar nicht gewohnt ist, dass auf einmal ein Trainer ihm sagt, pass mal auf, du machst das und das. Die anderen Trainer wie Löw und Flick, die haben ja, ach, mein Kimmich, alles war gut unter Kimmich. Ey, aber was machst du denn dann? Aber du sagst ja eben, man muss einen Ja, Führungsspieler auf ich seiner kann ja Seite sagen, bekommen. Was ich hättest du denn kann. dann mit dem machen sollen? Damit, also wenn du sagst, auf der einen Seite sagst du, der ist überschätzt, Ja, jetzt kommst du also als bei mir Trainer. hätten Kimmich sowieso. Also bei mir muss ich ganz ehrlich sagen, wenn er sich ein, zweimal so auf dem Platz verhalten hätte, ich finde das absolut richtig, was Tuchel mit Kimmich gemacht hat. Aber Aber der was wird Kimmich denn? hat im Umfeld von Bayern dieses hohe Ansehen. Aber hat denn dann der Tuchel als Trainer überhaupt eine Chance in dem Moment? Hast du denn als Trainer eine Nein, Chance, wenn du dich in diesem Trainer. komischen Konstrukt Ja, befindest? Dann müsstest du ja eigentlich sag sagen, ich ja. eigentlich nein. Nein, sag Nee. ich ja von Anfang an. Das war so schwer, so wie wir gesagt haben, es war so schwer für ihn, dort Fuß zu fassen. Und Kimmich hat es ihm ja auch in Anführungsstrichen nicht einfach gemacht. Er hat ja auch hintenrum. Kimmich ist ja auch einer, der sehr viel hintenrum macht. Also, wir ziehen Strich runter und als Fazit bleibt, beim FC Bayern läuft es auch deswegen so schlecht, weil sie mit Thomas Tuchel einen Trainer haben, der nie so eine richtige Chance hatte seit Tag 1 beim FC Bayern, beziehungsweise sich da ständig auch in verbale Konflikte begeben musste und auch begeben hat. Deswegen letztes Wort dazu vielleicht noch von Lothar Matthäus, denn klar ist auch, nach den Spielen gab es immer mal wieder Reibereien am Sky-Mikrofon. Wir erinnern uns an diese sehr angefasste Reaktion von Thomas Tuchel damals, als sie gegen Dortmund 4-0 gewonnen haben und er im Sky-Mikrofon so ein bisschen sich verloren hat in diesem Jahr. Ihr wisst doch alles besser. Ja, und er weiß aber auch alles besser, der Lothar Matthäus, ne? Das ist richtig, Herr Matthäus, muss an dieser Stelle vielleicht auch nochmal was sagen tun. Ich habe natürlich dieser Diskussion aufmerksam zugehört. Ich kenne natürlich ihn sehr gut. Ich weiß natürlich, in meiner Zeit haben wir öfter mal gegeneinander gespielt. Herr Matthäus ist meistens als Sieger vom Platz gegangen. Bitte korrigiere mich, wenn das Blödsinn ist. Trotzdem muss ich natürlich sagen, das Problem beim FC Bayern liegt für mich nicht beim Trainer,
Liegt bei mich nicht bei Thomas Tuchel, auch wenn ich ihn natürlich öffentlich schon kritisiert habe. Liegt auch nicht bei der Mannschaft, sondern es liegt ganz klar bei den Spielerfrauen. Es gibt den alten Satz, hinter jedem erfolgreichen Mann steht eine erfolgreiche Frau. Ich sehe keine Spielerfrau, weder auf der Tribüne, noch höre ich von irgendwelchen Eskapaden bei der Weihnachtsfeier. Ohne Frauen, ohne Weiber kann der FC Bayern nicht erfolgreich sein. Es liegt für mich an der fehlenden Qualität und an der Substanz bei der Weiberei. Sehr schön, dann haben wir da auch in Sachen Problemfindung einen großen Schritt nach vorne getan, was den FC Ich gar Bayern nicht angeht. reagiert, als ich dich angesprochen Ja, habe. schreibe mich da Hast du raus. denn gegen Lothar noch da? Hast du gegen Lothar Ich noch habe da? gegen Lothar noch Und? gespielt, ja. Ja, er hat gewonnen. Aber da hat er. Aber ich muss dich doch, muss ich Da hat doch. er bei Gladbach gespielt, oder nicht? Als du gegen ihn gespielt hast. Da war noch Klapper. Ja, da war in den ersten Jahren war das. Ja, zusammen mit Witicek und mit, wie sie alle hießen, Ja, genau. das Ja, war noch. Mensch, das waren noch Zeiten. Mensch, Mensch. Jetzt haben wir natürlich auf der einen Seite die strauchelnden Bayern und dementsprechend in der Bundesliga die Profiteure aus Leverkusen. Über die haben wir in der letzten Zeit aber immer schon mal viel gesprochen. Deswegen machen wir das jetzt relativ kurz. Was mich nur interessieren würde, Matze, inwiefern ist Xabi Alonso gut zu imitieren? Nein, der ist schon zu imitieren. Er hat ja diese spanische edle Ausstrahlung, so ein bisschen dieses Stolze, lächelt immer so ein bisschen süffisant. Hat natürlich dann dieses immer schön, wenn einer ein Spanier anfängt, Deutsch zu sprechen. Das war bei Pep Guardiola ja auch so. Ich habe ihn jetzt noch nicht parodiert, aber man kann das auf jeden Fall, kann man auf jeden Fall gut machen. Steht und fällt aber auch immer damit, dass die Menschen wissen, wie das Original wirklich spricht. Ne? Hm, So, ja und jetzt klar. errückt, eigentlich ist Alonso jetzt erst in den letzten 2, 3 Monaten wirklich in den Fokus gerückt. Bis dahin wusste man ja, natürlich Europameister, Weltmeister, sportlich brauchen wir nicht drüber reden. Aber der Typ Xabi Alonso war jetzt, für viele ist er noch nicht so greifbar. Jetzt natürlich durch diese neue Situation wird das immer interessanter, so wie ich es formuliere. Ja, drei Worte, die habe ich immer im Kopf. Mentalität, Stabilität, Kontrolle. Das ist Ja. das, was ihm wichtig ist und Mentalität, Stabilität, Kontrolle. genau, und wenn das Natürlich. dann passt, dann ist er Ja. zufrieden mit der Mannschaft. Ja. Hat er recht. Hat er recht. Ne? Super. Also vielleicht Xabi Alonso ja dann auch nochmal jemand, den wir länger in der Bundesliga sehen. Entweder weil er bei Leverkusen seinen Vertrag erfüllt oder weil er zum FC Bayern wechselt. Na, ich glaube nicht. Also Nee. wenn, so, wie, ich weiß es natürlich nicht. Ja. Also, und am Ende ist ja jeder auch bestechlich und vielleicht auch ein Stück weit käuflich. Aber ich glaube, der Alonso macht auf mich so den Eindruck, als wenn der genau wüsste, wie seine Reise ist und wie er sie bestreiten will. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass er bewusst sagt, ich bleibe noch ein Jahr in Leverkusen. Weil wenn er jetzt zu Barcelona oder zu Madrid wechselt, so, dann würde er ja in Madrid möglicherweise Meister werden. Und dann geht es ja aber eigentlich erst los. Wie, also ich meine, er kennt es natürlich, hat ja schon zweimal Europameister, Weltmeister, alles. So, aber es wäre ja für ihn jetzt, wenn du lernen willst, wer angenommen jetzt Leverkusen wird Meister, holt den DFB-Pokal, weiß nicht, Europa League, dann ist ja, was danach kommt, auch nochmal herausfordernd und neu. Und wenn der so strategisch daran geht wie bis jetzt, würde mich nicht wundern, wenn er sagt, ich bleibe sogar noch ein Jahr und aus ganz bewussten Gründen. Er kann sich danach immer noch alles aussuchen, Ja, glaube ich. danach wird nämlich auch der Platz bei Real Madrid wieder frei. Ancelotti hat So. ja verlängert. Und das ist natürlich am Ende des Tages ein absoluter Herzensklub. Der hat natürlich auch viele Sympathien für den FC Liverpool, der auch gerade extrem um ihn boomt. Buhlt, nicht boomt, buhlt. Aber Real Madrid, da brauchen wir nicht drüber reden. Das wäre auch, glaube ich, für die Familie was, wo sie sagt: Ja, dann brechen wir die Zelte ab. Die haben ja in Düsseldorf ein Haus gebaut. Die Kinder gehen da zur europäischen Schule. Die haben sich da wirklich, wie sagt man, settelt. Ne, aber Madrid, das wäre dann, glaube ich, was, da kann er die Familie auch emotional mitnehmen. Liverpool, da will ja auch keiner wegen des Wetters allein schon hin. Na, aber warst du schon mal in Thornby, heißt das, glaube ich, wo Nee, Jürgen ich war Klopp noch wohnt? nicht Du da. musst da mal hinfahren. Das ist wirklich schön. Thornby ist wirklich ein, ich glaube, Thornby heißt es. Das ist wirklich, als wenn du auf Sylt wärst. Da ist Aber kein. bevor du weiter besprichst, wie würde denn Jürgen Klopp über Formby sprechen? Ah, ja. Ja, for me it's fantastic, it's great, it's like Sylt. but not so expensive. Ja, much billiger. So, it's good. Nein, aber das ist wirklich schön da. Da hast du einen riesen Strand. Du hast wie so Pinienwälder, wo du so Dünen durch so Dünen fährst und so. Also unterschätzt mir das nicht. Das ist, ich hab, da hätte das nie gedacht. Ich dachte auch so, Liverpool, er will doch nicht wohnen. Aber da, Respekt. Okay, ja, dann ne, nicht voreilig irgendwelche Schlüsse ziehen, sondern selber mal hinfahren. Ja. Formby, ist das so ein Stadtteil oder so ein Nee, Vorort? nee, nee. Das ist, oder fährst du bestimmt eine halbe Stunde hin oder Weißt so. du Ja, was, wir gut, machen okay. den nächsten Talk von da aus.
Ja. Wenn wir mit dem Jürgen Klopp Kontakt aufnehmen, dann machen wir mal den Talk, Ja. in Form wie. Gut, okay. Ich lasse das lieber. Nee, aber finde ich großartig. Das ist nämlich auch nochmal so ein Thema. Jürgen Klopp, die Grätsche können wir machen, wo wir da gerade sind. Und Pep Guardiola im Kampf um den Titel in England. Also man folgt die Bundesliga und ist als deutscher Fußballfan natürlich auch ganz begeistert, dass es mal vielleicht auch einen Machtwechsel gibt. Auch wenn nur für ein Jahr, vielleicht ja aber auch länger in der Liga. Das bringt so ein bisschen Spannung und Dynamik rein, die wir lange nicht hatten. Aber in England ist es nicht minder spannend. Also da haben wir momentan den FC Liverpool an der Spitze mit einem Punkt Vorsprung vor Manchester City. Wer macht denn da am Ende das Rennen? Jürgen Klopp mit Liverpool oder dann Manchester City mit Pep Guardiola? Was sagt Pep? Schaffen die das noch oder nicht? Ich denke, wir haben heute die Möglichkeit, mit dem Verein City zu bekommen, ein klein wenig Versuch, die Tabelle zu kriegen. Ich denke, viele im Momentan, die man weiß, besser kommen, spiele, boom, probiere, Klopp vorbei, Pep weiter, bueno. Und was hat er immer über Bayern München Er gesagt? hat gesagt, Bayern es dem. könnte sein, dass Manchester City gewinnt. Also das war so die Kernaussage. Und Bayern München hat immer Bayern de Munich, ne? Bayern de Munich? Bayern die München. De Munich. Bayern die München. Bayern de Munich, ja. Großartig. Die Möglichkeit. Die Möglichkeit, In ja. Situationen wenige. Ah, das wäre natürlich ein Traum, ne? Wenn Jürgen Klopp zum Ende seiner neunjährigen Ära da nochmal so eine Meisterschaft mitnimmt. Aber Manchester City ist natürlich auch bockstark. Ja, aber im Boah, Moment ist das so wird, ein. ich könnte es nicht tippen. Ich Aber könnte im es nicht Moment, tippen. nein, tippen kann man es nicht. Aber im Moment ist auch das Glück auf seiner Seite. Jetzt hat er eine Meisterschaft. Na, in der Nachspielzeit machen die noch das Tor. 90. plus Ja. 9 bei Nottingham Forest, das City 1-0. hat sich wieder ein bisschen schwer getan. Er ist in Rückstand gewesen, dann aber doch 3-1 gewonnen. Und das wird bis zum Ende wird das spannend sein. Ich glaube, ja, wenn ich ehrlich sein soll, ich mag City total. Ich sehe die total gerne spielen. Liverpool ist nicht ganz so mein Ding, aber es ist total spannend und ich würde es Jürgen Klopp vor allen Dingen gönnen, dass er da nochmal so einen Abschied hat. Und man sieht auch, dass die Mannschaft alles dafür tut. Sie will ihn einfach noch mit ein, zwei Titeln verabschieden und vielleicht gelingt der Große. Aber vielleicht holt er auch drei Titel und holt zwar nicht die Meisterschaft, aber holt drei Titel. Und dann glaube ich trotzdem, dass er ein Riesendenkmal da bekommt, wenn sie nicht sogar das Stadion umbenennen noch. Ja, da wird noch viel passieren. Was glaubst du, wie geht der Meisterschaftskampf aus? Verfolgst du überhaupt die Premier League? Ja. Ich hab mich schon. Also ich frage mich immer noch, warum hat er diesen Abschied jetzt verkündet? Er hat ja gesagt, er hat keine Power mehr, keine Kraft. Aber Jürgen Klopp ist natürlich auch im Umgang mit Medien, mit Menschen unglaublich geschickt. Ich habe so schon. Vielleicht ist es auch so ein bisschen wie bei Howard Carpendale. Verstehst du? Dass er gesagt, ich glaube, ich trete zurück, ich mache einen Rücktritt, gehe aber nochmal auf Tour, damit ich nochmal richtig Karten verkaufe. Weil natürlich, wenn die Fans wissen, ich höre auf, dann ist nochmal die ganze Fokus, die ganze Energie ist nochmal auf meine Konzert. Verstehst du? Und ich glaube, dass Jürgen Klopp genau geschickt ist. Der hat ja gesagt, ich sage einfach, ich höre auf. Und dann kommen alle nochmal ins Stadion, alle Spieler rennen nochmal. Alle, ich change quasi die, wie sagt man, die Voraussetzungen. So, und deswegen, ich glaube, die Gründe, warum Liverpool gewinnt, ist, weil alles jetzt will, dass Jürgen Klopp gewinnt. Und wenn er dann gewonnen sagt, der Ecci Badge, ich bleibe noch 2 Jahre. Könnte passieren. Macht ein Comeback. Sensationell. Aber Ja, jetzt mal ja, ernsthaft. ja, ja. Das ist strategisch. Jetzt kann man sagen, er hat das wirklich gemacht. Aber ich glaube ihm das auch. Ich glaube, der ist ja authentisch. Aber strategisch gesehen ist das auch kein schlechter Move, ne, wenn man ehrlich Nee, ist. weil er natürlich nochmal das komplette Umfeld sensibilisiert und emotionalisiert. So. Und das ist diese Energie, die du an der Anfield Road hast, um vielleicht diese ganzen großen Dinger nochmal zu ziehen. Und das finde ich jetzt auch, und wenn man dann jetzt mal das mit Thomas Tuchel vergleicht, der ja die Champions League auch gewonnen hat. Ich finde, Thomas Tuchel, der Klopp hat mittlerweile so ein bisschen sowas etwas doch sehr väterliches und auch so ein bisschen was Gentleman-like. Also, das hat er jetzt auch erst bekommen in den letzten 3, 4 Jahren, finde ich. Aber das steht ihm unglaublich gut. Und das ist so ein bisschen was, wo ich finde, wo Thomas Tuchel an mancher Stelle, sagen wir mal, so diesen Arschtritt gegen Sané, glaube ich, im ersten oder zweiten Training, kannst du machen, ist aber natürlich nicht gentlemanlike. Ja, also ich sag mal, als väterlicher würde man eher die Hand auf die Schulter legen und sagen, mein Junge. So. Und ich glaube, das Ja, kann man von stimmt. Klopp wirklich lernen, oder? Wie siehst du das? Aber ich glaube, dass auch einen Unterschied gemacht hat, wenn der Klopp das gemacht hätte. Dann hätten die das, boah, guck mal, super Ja, Motivation, guck mal, wie er es gemacht hat. Ist auch ja. geil. Tuchel ist einfach ein ganz anderer Typ. Richtig. Aber Klopp, wie du schon gesagt hast, in den letzten 3, 4 Jahren, ich muss auch sagen,
Ich habe ja noch gegen ihn gespielt, das war schon anstrengend immer. Aber Warum? ja, das war schwer gegen ihn, aber der war groß, kantig, ja, du hast dich wehgetan, wenn du gegen ihn gekommen bist. Also es waren schon schöne Duelle immer. War der denn nett oder war Der der war in Ordnung, der ist auch heute noch nett. Nee, das war alles top, das war eher... alles top. Aber ich muss sagen, wie er sich entwickelt hat. Sind wir mal ganz ehrlich. In Mainz und in Dortmund am Anfang, das war ja anstrengend teilweise, die Spiele. Dann wollte er den Linienrichter verhauen, dann ist er darum gesprungen, darum, dann war der, dann hat er die Journalisten Ja, beleidigt, es war so. alles beschimpft, was es gab. Und als er dann nach Liverpool ging, dann hat er sich grundlegend geändert. Und heute ist er, mein Gott, eine Wahnsinnsausstrahlung, wenn er da steht. Er weiß genau, wann er was zu machen hat, wann nicht. Er hält sich zurück, er steht da, Wiener Eins, er stellt ja auch was dar. Es ist nicht wie so ein Kleinen, den du gar nicht siehst, aber er ist da und Wahnsinn. Deswegen wundert es mich immer, dass so ein Wagner wieder nach England geholt wird. Der ist ja ziemlich klein an für sich. Aber der Trauzeuge von Jürgen Klopp. Ja, das hat er auf Schalke auch gedacht, dass er Jürgen Klopp ist, aber und ist auch nicht gut gekommen. Ja. Gut, kann nicht jeder so erfolgreich sein in England wie eben Jürgen Klopp, ist auch schwierig. Aber Jürgen Klopp, und jetzt machen wir mal wieder den Transfer zum nächsten Thema, war ja auch mal lange erfolgreich Coach des BVB Dortmund und auch Leipzig. Da können wir direkt mal über zwei Vereine sprechen, die wir so ein bisschen vernachlässigt haben in den letzten Wochen, die aber nicht uninteressant in der Beobachtung sind. Die beiden kämpfen um die Champions League, davor noch der VfB Stuttgart auf der 3. Ich würde sagen, uns mal einzusortieren, Stuttgart überrascht. Ragende Saison, die beste der Vereinsgeschichte. Sensationell, aktuell nur 4 Punkte hinter den Bayern auf der 3. Ganz große Klasse. Ist ein extra Thema. Das braucht viel Zeit. Machen wir separat nochmal. Hatten wir letztens ja auch mit Thomas Kempe schon. So, Dortmund und Leipzig. Dortmund auf der 4, Leipzig auf der 5. Einfach mal die Ist-Situation. Nach 24 Spieltagen Dortmund auf der 4 mit jetzt schon 20 Punkten Rückstand hinter Leverkusen. Gut, die spielen auch eine Wahnsinnssaison, brauchen wir nicht drüber sprechen. Aber so ein bisschen unterm Radar und vieles läuft da nicht gut in Dortmund, muss man auch ganz klar sagen. Und die haben, glaube ich, das Glück, dass selbst wenn sie Fünfter werden, es durch diesen neuen Koeffizienten es noch irgendwie in die Champions League schaffen würden. Da blickt ja jetzt keiner durch, wie sich das dann irgendwie zusammensetzt. Aber das ist ja ein ganz wildes Ding. Aber ich glaube, Stand jetzt könnte auch der 5. Platz zur Champions League Quali reichen. Wenn nicht, bricht da, glaube ich, ordentlich was zusammen. Und die haben nicht nur sportlich hier und da ihre Probleme, sondern eben auch offensichtlich finanziell. Sebastian Kehl, der war am Sonntag im Doppelpass und der sagte zum Beispiel über die Spieler Madsen und Sancho, sagte er, wir werden uns natürlich bemühen, am Ende wird es sehr viel Geld brauchen, definitiv mehr, als wir im Moment haben. Das heißt, aktuell Vierter, hinken den Ansprüchen hinterher, Stammspieler drohen zu gehen, die sie aufgrund von finanziellen Engpässen nicht halten können. Generell wirkt der Kader so ein bisschen hier und da auch überaltert, ne, wenn man die Innenverteidigung sieht. Zum Beispiel Mats Hummels brauchen wir nicht drüber reden, Schlotterbeck ist zwar noch nicht so alt, aber auch einer, der hier und da immer mal wieder für Aussetzer gut ist. Es wirkt nicht stabil, es wirkt nicht homogen in Dortmund. Deine Meinung gerne. Also ich glaube, dass Borussia Dortmund so ein kleines Glaubenssatzproblem hat, so will ich es mal formulieren. Und das betrifft vor allem die deutsche Meisterschaft. Also noch nicht mal die Champions League. Ich glaube, in der Champions League ist es ja so, sind sie ja in der Gruppe, glaube ich, sogar Gruppensieger geworden, wo keiner mit gerechnet hat, so wie sie es gemacht haben. Aber da hast du immer das Gefühl, Viertelfinale, glauben die immer dran und klappt ja auch irgendwie gefühlt. Mal ist es auch mal im Achtelfinale Schluss, aber grundsätzlich kommen sie eigentlich zumindest immer über die Gruppenphase hinaus. In der Meisterschaft, und da war die letzte Saison einfach symptomatisch, da hast du einfach das Gefühl, das strahlt so ein bisschen für mich, dieser Club, ich finde den ja sensationell. Und ich meine, wie die das gemacht haben, die haben sich auch ein Standing erarbeitet, international, der Ausbildungsverein, wer da alles gespielt hat, von Lewandowski über Haaland. Das musst du erstmal hinbekommen. Also deswegen, es ist ja Klagen auf hohem Niveau. Aber wenn du jetzt einen Schritt weiter machen willst, ich glaube, dann müssen sie irgendwie in der Dynamik, im Umfeld irgendwas verändern. So, Terzic für mich, und das hat gar nichts mit Terzic als Trainer direkt zu tun. Ich kann ihn nicht beurteilen, weil ich beim Training da noch nie dabei war, auch nicht wirklich ihn kenne. Aber nach dieser Pleite, die du da erlebt hast, musst du irgendwas ändern. Entweder schafft der Trainer das innerhalb von 2 Monaten zu sagen, so, jetzt greifen wir nochmal an. Dieses Jahr holen wir die Meisterschaft. Wir schaffen es auf jeden Fall. Aber wenn du dann nach 3, 4 Monaten immer noch sagst, das war so furchtbar und es war ganz schlimm und ich weiß noch, wie ich da, also nicht der Trainer, sondern gefühlt alle, ja, wie willst du denn dann erfolgreich sein? Wie willst du denn eine erfolgreiche Saison, eine Meistersaison oder zumindest in die Nähe kommen, das geht ja gar nicht. Also, und deswegen finde ich, muss da irgendjemand eine Personalie hin, egal auf welcher Position, die diese Dynamik bei Borussia Dortmund mal umkehrt, nach dieser ohne Frage
harten, bitteren Niederlage, weil alle damit gerechnet haben. So. Und das ist für mich das größte Problem. Da würde ich jetzt gar nicht jeden einzelnen Spieler nehmen, sondern einfach, ist das so ein Grundthema für mich, finde ich. Das ist ein Trauma gewesen. Ne? Das ist weit mehr als nur eine Niederlage oder eine knapp verpasste Meisterschaft. Das ist ein Trauma, das du jetzt immer noch durch diese Saison trägst. Ja, ich denke, als es darum ging im letzten Jahr Meisterschaft, 2 Wochen, 3 Wochen vorher haben sie ja schon alles geplant, die große Meisterfeier, alles war ja schon fertig. Dann kommt das Spiel gegen Mainz. Da hat in meinen Augen Terzic absolut versagt. Er hat die falsche Taktik gewählt. Er hat die Mannschaft zu offensiv ausgerichtet an dem Tag. Alles wollte nach vorne rennen, wollte Tore schießen. Mainz hat clever gespielt, hat die Tore gemacht. Wie überhaupt Terzic, wenn es drauf ankommt, in den entscheidenden Spielen, für mich immer versagt. Nicht die richtige Taktik wählt. Sei es gegen Bayern bei dem Heimspiel, wo sie 4:0 verloren haben. Vorher haben sie ordentlich gespielt, dann kommt Bayern, up, 4:0 verloren. Und du hast vollkommen recht, es hätte was passieren müssen. Ich habe fest damit gerechnet, dass im Winter Schluss wäre für ihn. Vor allen Dingen, wo Matthias Sammer ja auch im Hintergrund den großen Berater immer macht. Er gibt ja Tipps, er sagt, pass auf, das muss gemacht werden, das muss gemacht, das muss gemacht werden. Aber Sammer hat ja selber auch seinen Abschied schon zum Sommer verkündet, weil Watzke ja auch aufhört. So, jetzt ist Kehl an für sich schon ein bisschen auch alleine. Watzke hat sich sehr viel zurückgezogen. Man hört ihn kaum noch etwas sagen. Er hat auch bis vor kurzem immer noch, vor 3, 4 Monaten, Terzic ist unser Trainer, ist unser Mann, der ist toll, der bildet aus. Für mich war es überhaupt schon ein Fehler damals, als Terzic das erste Mal Trainer war. Dann hat man Rose geholt Ja. und hat Terzic im Verein gelassen, was für jeden Trainer schwer ist. Und dann hat man ihn ja wieder auf den Cheftrainerposten gehievt. Und dieses Jammern, ich kann es auch nicht mehr hören. Nach jeder Niederlage steht er da, ist fast am Weinen, dass es ihn so mitnimmt. Dann geht er und dann immer, ja, ich habe vor den Fans gestanden und die haben mich alle so gefeiert und ich bin ja froh und auch meine Spieler. Nee, der muss seinen Spieler mal in den Arsch treten, wie die teilweise da rumlaufen. Wenn ich in Emre Can, der meint ja wirklich, der wäre der weltbeste Mittelfeldspieler, der sich bewegt. So wie der Thomas Tuchel. Der hat dem Sané in den Arsch getreten. Ja, so ähnlich. Ja, so. Ja, aber da will ich Da mal schließt was sich der sehen. Kreis. Und ich glaube, dass da ein neues Gesicht, Ja. ein neuer Trainer einfach gut tun würde. Ganz klar. Da muss was passieren. Wer der Richtige ist, das lassen wir mal wieder dahingestellt. Das ist immer die große Frage. Jeder Verein denkt immer, das ist der Richtige. Und jeder Trainer, der bei Borussia Dortmund arbeitet, und das geht mir auch so langsam auf den Geist, aber vielleicht liegt das in meiner königsblauen Natur. Jeder Trainer, der muss so sein wie Klopp. Ja, das geht. Das geht doch gar Wenn nicht. wir den Jürgen Klopp wieder Ja, haben, das geht doch dann gar nicht. schaffen wir das. Aber wenn der Ja, nicht wiederkommt, dann wird das ja. noch Und könnt ihr euch nicht. daran erinnern? Ja, ist Und so. könnt ihr euch Alles stimmt. daran erinnern, als Jürgen Klopp gegangen ist, hat er 4, 5 Spiele hintereinander gar nicht gewonnen. Und dann haben sie gesagt, ist besser, wenn wir die Zusammenarbeit beenden. Und da war auch Watzke. Und dann Watzke, oh, das tut mir so weh, dass mittlerweile auch mein Freund Jürgen Klopp gehen muss. Ja, das ist nun mal im Fußball so. Ob Tönnies war auf Schalke, der musste Trainer entlassen. Huub Stevens, der war der Einzige, der nicht entlassen worden ist, aber da war er auch traurig, dass er kein Trainer mehr war. Und da muss Ja. sich insgesamt bei Borussia Dortmund was ändern, sonst werden sie niemals da oben wieder als Meister stehen. Das ist wie mit einer Ex-Freundin. Ne? Wenn du der neuen Freundin und die danach kommt, immer noch sagst, ja, aber die damals, Ja, das war sie, dann die hat die andere, Vergleicherei. nein, dann hat die andere ja gefühlt nie eine Chance. Und dann wird die sich ja auch niemals wohlfühlen und kann auch nie ihr volles Potenzial entfalten. Verstehst du? So. Und von daher, da hast du vollkommen recht. Das ist, ich finde, das war ja auch schon bei Tuchel so. Ich finde, dass der Tuchel eigentlich sogar zu Dortmund von der ganzen Art, also natürlich war der im Umfeld anders als Jürgen Klopp, aber eigentlich hat er da, glaube ich, für mich ganz gut hingepasst, weil er eben ganz anders war als Jürgen Klopp. So, aber es ist bis jetzt jeder Trainer damit verglichen worden. Aber nochmal zurück zu diesem, wenn du sagst, es ist schon 3 Wochen vorher alles vorbereitet worden für die Meisterschaft, dann sag's halt. Sag, wir wollen Meister werden. Dann sagen die 2 Spieltage vor Schluss immer noch, ja, jetzt gucken wir erstmal und dann wollen wir mal schauen. Nein, du kannst doch, ganz ehrlich, Wenn willst du wenn du da sie nicht bleiben? holst, kriegst du sowieso aufs Maul. Egal, ob du jetzt es gesagt hast oder nicht. Aber ich finde immer dieses Rumgeeier, sag, du kannst doch nicht als Borussia Dortmund, wenn du 10 Jahre es versuchst, kannst du doch nicht sagen, ja, wir schauen jetzt mal, ob wir. Warum trittst du denn dann an? Du trittst doch nur deswegen an. So, deswegen, da musst du es auch irgendwann mal sagen, musst du 5 Spieltage vor Schluss sagen, wir wollen deutscher Meister werden. Und wenn wir es am Ende schaffen, dann feiern wir, und wenn wir es am Ende nicht schaffen, dann sind wir todtraurig.
Aber dann kann ich euch jetzt schon versprechen, werden wir am ersten Spieltag wieder angreifen. Aber wird nicht passieren, weil wir schaffen es. So. Und dann kannst du dich immer noch entschuldigen, wenn es nicht klappt. Aber dann ist dieses Hunger. Also, das ist ja bei vielen Vereinen so. Und ich verstehe das ja auch, weil die Medien natürlich auch immer draufgehen. Und es ist auch nicht einfach. Das muss man auch aushalten, finde ich. Oder erstmal aushalten können. Aber dann sollte man sich vorher überlegen, okay, wie treten wir denn auf? Weil ich finde, du sendest immer eine Botschaft an die Fans, an die Spieler, an alle. Aber wenn du das nicht Ja. aushalten kannst, Dann bist du ja, ja falsch. dann bist du auch der falsche Ja, Herr im wahrscheinlich ist es Profisport. so. Ja, Ne? wahrscheinlich Dann ist ist es so. vorbei, weil dann Ja. darfst du nicht Fußballtrainer Ja. sein oder Fußballspieler sein im Und Profibereich. natürlich, das Natürlich stimmt. Ja. habt ihr recht, da bin ich auch voll bei euch. Es gibt mehrere Gründe, warum Borussia Dortmund nicht so richtig vom Fleck kommt aktuell. Und wir wollen da jetzt nicht komplett auf die Spieler eingehen, aber Emre Can als Kapitän, da muss ich dann doch mal, ne, auf die Personalie, auf zumindest eine gehen mit Emre Can. Finde ich auch schwierig. Körpersprache nervt mich total, ist auf dem Feld mehr mit der Kapitänsbinde und seiner Frisur beschäftigt, als irgendwie die Spieler mitzunehmen, gutes Spiel zu leisten, sich mit allem, was er hat, einzubringen für den Erfolg der Mannschaft. Das macht er viel zu selten. Er hatte mal als Fußballer, so sehe ich das, ganz plakativ ausgedrückt, aber das bringt es, wie ich finde, auf den Punkt, ein halbes Jahr mal so richtig guten Fußball gespielt. Da hat er eben auch so sein Standing dann erworben im Kreis der etablierten Profifußballer in Deutschland. Aber dann ist auch ganz oft Totalausfall. Und das ist der Kapitän von Borussia Ja, die Dortmund. Frage ist immer, ob es diese Spielertypen, die wir ja so als Kapitän uns wünschen, ob es die überhaupt gibt. Also, ob es die noch gibt, so muss man sagen. Ja, weil Thomas Müller ist schon die ältere Generation. Mats Hummels, der das sicher auch könnte, ist auch schon die ältere Generation, sitzt jetzt auch öfter mal von Anfang an auf der Bank. So, die Frage, welcher Spielertyp ist denn der Typ Kapitän? Und bei Bayern ist es ja ein bisschen ähnlich. Mit Kimmich, ne, da sagen wir alle, der will unbedingt, der ist das Kapitänchen oder was auch immer, aber irgendwie aus deiner Sicht ist er irgendwie eigentlich dann als Fußballer doch nicht so gut, wie er vielleicht selber meint, weiß er nicht. Also hast du ja so gesagt. Ich bin nicht Grundsätzlich, der Einzige. ja, und grundsätzlich ist die Frage, welcher Typ Spieler wäre denn der richtige Kapitän in der heutigen Zeit? Das ist ja bei der Nationalmannschaft genau das Gleiche. Ist ein Manuel Neuer als Torwart der richtige Kapitän? Ich glaube eher nein. Also nicht, weil Manuel Neuer kein überragender Typ ist und überragender Keeper, aber ist er der richtige Kapitän? So, und das ist, finde ich, ich weiß nicht, ob es diese Spielertypen überhaupt, nimm Gündogan zum Beispiel bei Manchester City, ist ja überhaupt nicht der Typ, wo man eigentlich sagen würde, das ist ein Mannschaftskapitän. Und in der Nationalmannschaft hast du das Gefühl, und bei Manchester City, aber funktioniert es. Ja, So. das stimmt. Ja, aber man muss sagen, der Emre Can ist dasselbe, der ist auch gar kein Stammspieler. Der spielt ja auch nicht immer von Anfang an. Und von den Feldspielern gebe ich dir vollkommen recht. Von den Feldspielern ist bei Dortmund kein einziger, den ich zum Kapitän machen würde. Vielleicht noch Hummels. Hummels? Na, aber da sagt er, hat er gerade, hat er ganz klar gesagt, der ist ja auch kein Stammspieler. Ja. Ist auch, er braucht auch seine Ruhephasen. Wer von der Leistung her, gibt es nur einen Kapitän. Und das ist der Kogel. Das ist der Einzige, der eine konstante Leistung gebracht hat. Gut, der war jetzt auch mal zwei Spiele, hat er gefehlt, der war verletzt. Aber ansonsten, von der Leistung her, die er letztes Jahr gebracht hat und die er, wenn er dieses Jahr gespielt hat, ebenfalls gebracht hat. Wir wissen natürlich nicht, wie er sich innerhalb der Mannschaft gibt. Ob er einer ist, der den Mund aufmacht, ob er dieses Standing innerhalb des Teams hat. Das wissen wir nicht. Aber man hat auch gemerkt, dass ich glaube, dass er sich Terzic, vielleicht hat er sich vorher mit Can zusammengesetzt, hat, pass auf, ich mache dich zum Kapitän und jetzt explodier mal wieder. Zeig mal, was in dir steckt. Dass er natürlich da arrogant und überheblich rumläuft, der Emre Can, da brauchen wir nicht drüber sprechen. Ja, aber ich stelle mir immer nur vor, stell mal vor, du bist jetzt irgendwie auf der Jagd, ne, in der Wildnis, ja, wo es gefährlich ist. Und dann sagst du, hör mal, du bist zwar noch nicht so weit, aber du führst uns jetzt mal an. Ja. Dann würde ich sagen, ha, können wir nicht einen anderen nehmen? Also Ja, weißt du, was ich meine? So, natürlich. ich finde, am Ende muss es trotzdem einer sein, wo du sagst, so, und wenn es dann der Mats Hummels ist, auch wenn der 35 ist vielleicht, ja, dann ist das. Also, War aber, seine Erfahrung, und da mein muss man Gott. eben in dem Moment, klar, dann werden auch wieder sagen, aber der ist doch jetzt schon, und dann nimmst du so einen Ronaldo, ja, jetzt kannst du sagen, ja, das ist nur Operettenliga da in Saudi-Arabien, aber der ist bei Al-Nassr auch Kapitän. Aber vielleicht Und wollt er ihr. liefert Und er liefert, genau, in liefert. seinem Bereich. Ja, aber vielleicht wollen sie den Mats Hummels nicht zum Kapitän machen, Kann weil auch letztes Jahr hat der Mats Hummels ja auch als Nicht-Kapitän, als zweiter Kapitän seinen sein. Mund aufgemacht, hat seine Mitspieler kritisiert und da gab es ja einen riesen Aufschrei. Und ich glaube,
dass der Mats so ein Spieler ist, auch der sehr emotional ist und dann auch manchmal nach dem Spiel Sachen sagt, die wieder den Mitspielern möglicherweise wehtun. Und dann haben wir schon wieder, in der heutigen Zeit sind die Spieler so, du darfst nichts mehr Ja, sagen. aber ist ja auf. Aber wie Ja, wird aber ist so. ist doch, also ganz ehrlich, Ja, wenn aber ich ist doch, so. wenn ich doch Kacke spiele, Ja. dann weiß ich das so sehr, wenn einer sagt, er hat nicht gut gespielt, dann sagst du, ja, stimmt, hat man nicht gut gespielt. Ja, aber mittlerweile ist Weiter es so, geht's. dass die alle Ja, beleidigt sind. so ist es. Matze, die sind alle beleidigt heutzutage. Das sind ganz andere Spielertypen. Das darfst du Okay. alles nicht verkennen. Sehr empfindlich. Bevor wir nochmal runtergehen, weil die Ja. Zeit läuft uns so ein bisschen davon in die zweite Also, Liga. ein Satz noch zu Ja. Leipzig. Ja, bei Leipzig finde ich, die machen das ja, finde ich, für ihre Verhältnisse schon sehr gut. Ich hätte den Emil Forsberg nicht gehen lassen. Ich finde, das ist so, für mich war das so das Maskottchen von Das RB stimmt, Leipzig. ja. So. Also, und auch wenn der irgendwie 33 schon war, irgendwie, aber irgendwie war das für mich so die Identifikationsfigur. Ja. Und ich finde das irgendwie, ich hätte den auf jeden Fall behalten, wie auch immer. War auch ein sehr emotionaler Abschied. Das hätte man Ja. Leipzig gar nicht so zugetraut, ne? Weil das Nein, ganze ich finde Stadion, das sowieso, ganze Leipzig Umfeld. macht ganz tolle Arbeit. Also ich finde das toll. Die haben gute Spieler da. Aber Forsberg glaube ich auch. 33. Er hat mit dem Trainer gesprochen, er hat mit dem Vorstand gesprochen. Pass auf, mein letzter Vertrag jetzt nochmal. Ich gehe nochmal, mache vielleicht nochmal 3, 4 Jahre, mache richtig nochmal ein bisschen Geld zum Abschluss. Richtiges Geld. Und dann wollte man ihm keine Steine in den Weg legen. Wahrscheinlich. So Das wird haben so wir gewesen Paulsen sein. weiterhin noch. Wir Ja, schauen auf, tschüss, ein aufs Umsatz noch. Maskottchen. Wir schauen auf die Tabelle. Leverkusen auf der 1, Bayern auf der 2, Stuttgart auf der 3, auf der 4 Dortmund, auf der 5 Leipzig. Wie gesagt, könnte ja je nachdem noch für die Champions League reichen. Auf der 6 sicherer Europa League Platz. Frankfurt auf der 7 aktuell. Ist ja Conference League Hoffenheim. So, wer landet am Ende wo? Verschiebt sich da noch irgendwo was? Oder sind das auch die, die am Saisonende entsprechend die Plätze einnehmen und ins europäische Geschäft einziehen? Was ist eure Prognose? Weil gerade, also ich würde sagen, ne, bis Leipzig ist das klar. Die ersten 5 Mannschaften werden das so unter sich aufteilen, aber dann ab der 6, wer kommt in die Europa League, wer sichert sich Platz 7, das ist alles noch eng beieinander. Frankfurt auf der 6 mit 37 Zählern, Bremen ist Hoffenheim überraschend im Moment, ne? 33, Bremen Positiv. 30, Freiburg 30, Augsburg 29, Heidenheim 28, ist ja alles noch eng beieinander. Wer macht was? Also Frankfurt, Hoffenheim und Freiburg ist trotzdem immer so in der Verlosung für mich noch dabei, weil die trotzdem mit Streich, wir müssen den Ball haben. Wenn die Gegend den Ball hat, muss ich den Ball haben. Ich muss den Ball haben. Gell? Und wenn der den Ball oft genug hat, dann ist der auch noch eben oben mit dabei. Und deswegen vielleicht auch am Ende Platz 7. Könnte sein. Ja, Ja. also die musst du immer auf dem Schirm haben. Aber jetzt hat Frankfurt jetzt 37. Naja, gut, sind 7 Punkte, ne? Das musst du auch erstmal aufholen. Das ist schon gut. Ich Wolf? denke, das bleibt so. Ich habe auch möglicherweise Freiburg, ich würde es Freiburg gönnen. Ich sehe Freiburg total gerne spielen. Ich finde das ist eine klasse Mannschaft. Auch da muss man mal sehen, ob Streich weitermacht noch. Weil er hat auch jetzt schon verlauten lassen, er wäre müde. Mal gespannt. Ich lasse mich überraschen. Und Auch ist da nicht muss man sehen, und? erstmal Nachfolger finden. Da kommt das in Freiburg den Nachfolger finden. Ich glaube, das ist das Allerschwerste, was es Vielleicht der überhaupt gibt. Juppie? Wird Nationaltrainer der Sturm. Nee, das glaube ich nicht. Doch, den versteht auch keiner. Ja, sitzt die Schule und dann sind dann mal dem Jogi zusammen und gesagt, ja klar, wir machen einen Jobtausch. Ja, ich gehe dann eben dann an die Seitenlinie von Freiburg, schwer was für den Jogi, klar. Könnt ihr dann eben in Lörrach auch wieder einziehen, bei der Omi, gell? Und Christian Streich, Nationalmannschaft, möchte den Ball haben. Haben die noch nie gehört? Kommt so ein Gündoğan und sagt, ach so, klar. Und so ein Rüdiger, den Ball habe. Und Natürlich. Nivea wird neuer Trikotsponsor vom SC Freiburg. So. So schaut's aus. Ja. Also, da sind die Pläne auch gemacht. Wir gehen aber kurz, Ja. bevor wir hier zumachen, eine Etage tiefer. Wir haben in der zweiten Liga natürlich auch sämtliche spannende Vereine. Hamburg, vielleicht ein Wort dazu. Zweites Spiel unter Steffen Baumgart verlieren gegen den Tabellenletzten Osnabrück mit 1:2. Die Konkurrenz oben, aber auch zum Teil mit dürftigen Ergebnissen, so ein Schneckenrennen gerade um den Aufstieg in die erste Liga. Will keiner so richtig aus dem Quark, hat man das Gefühl. Wenn wir jetzt hier drauf gucken, St. Pauli kommen wir gleich noch zu verloren. Der erste beim angeschlagenen FC Schalke mit 1:3. Kiel nur mit einem Unentschieden in Berlin. Dann, wie gesagt, Hamburg 1:2 gegen Osnabrück. Das sind die drei ersten der Tabelle. Keiner konnte am 24. Spieltag gewinnen. Was ist da los, jetzt gerade mal jetzt speziell auf Hamburg gemünzt, Steffen Baumgart, einfach nur mal kurz vercoacht oder ist da dieser Trainereffekt schon direkt wieder verpufft? Naja gut, auch der HSV hat ja jetzt über 4 Jahre, 5 Jahre, Fünf. Fünf. das ist ja auch ein kleines Trauma wahrscheinlich. Das ist auch nicht so Kleines, einfach, großes. ja, das ist auch nicht so einfach aufzulösen. Also da ist jetzt auch nicht, da kommt jetzt auch nicht der Steffen Baumgart dahin und sagt denen übrigens alles, was ihr in den letzten 4 Jahren so erlebt und gedacht habt, das ist alles Schnee von gestern. Jetzt machen wir es mal relativ easy peasy. Also ich glaube, das ist für ihn schon auch
eine herausfordernde Aufgabe, die man nicht unterschätzen darf. So, also ich halte Steffen Baumgart für einen sensationellen Trainer, einfach weil er auch ein guter Typ ist, ne, weil er auch Entertainment ist, weil er einfach auch, haben wir in Köln gesehen, ich glaube in Hamburg jetzt die Mützen alle gleich wieder ausverkauft. Aber das hat ja erstmal nichts mit der Alltagsarbeit zu tun. Und ich glaube, dass du da in Hamburg wird auch die Entlassung des Trainers ist ja auf Position 3, machst du ja nicht, wenn du sicher glaubst, wir schaffen das schon. Sondern wenn du denkst, wenn der Flattermann schon wieder umgeht. So. Und in diese Energie kommst du dann ja rein. Es ist ja immer das energetische Umfeld, in dem du dich befindest. Und da muss Steffen Baumgart, glaube ich, schon alle Register ziehen, damit das auch wirklich klappt. Glaubst du, er schafft's? Also, ich würde es mir auf jeden Fall für ihn wünschen, dass es klappt. Und ich glaube, dass der HSV es auch jetzt irgendwann mal verdient gehabt, also, hätte. Ich fand am Anfang, habe ich gedacht, das tut denen gar nicht gut, wenn die sofort wieder aufsteigen. Mittlerweile haben sie jetzt, glaube ich, schon gelernt, vielleicht, ich will nicht sagen, Demut hört sich immer so doof an, aber ich sage mal so, dass man sagt, okay, wir müssen wirklich uns wirklich, der Verein an sich muss erstmal wieder wirklich Kraft bekommen und gut dastehen. Ich würde es ihnen gönnen, sagen wir mal so. Ich glaube, sie hätten es irgendwann, sind sie auch mal dran wieder. Deswegen, aber da ist nichts in Stein gemeißelt. Also, was ist in Paderborn, ja, die zwar auch immer mal wieder verlieren, aber die sind ja auch alle in Tuchfühlung. Also, die können es auch alle schaffen. Das war Matzes Hamburg-Analyse. Jetzt bitte deine Schalke-Analyse. 3:1 gegen Pauli. Boah, das war ein Achtungszeichen. Geht doch. Ja, es geht doch. Und man muss sich fragen, warum war das nicht vorher schon so? Weil die Leistungen, die wir gezeigt haben in letzter Zeit, die waren auswärts desolat. Bodenlos. Ja, eine Frechheit gegenüber den Fans, muss man ganz klar sagen. Zu Hause haben die Fans das Spiel gewonnen und nicht die Spieler, weil zu Hause ist Wahnsinn die Stimmung. Ein Support sondergleichens. Und ich sage nicht, oder die sagen nicht immer alle, wir haben die geilsten Fans auf der Welt. Wir haben sie wirklich. Das konnte man jetzt am Wochenende auch wieder sehen. Der Trainer hat endlich mal Zeichen gesetzt, hat Wechsel vorgenommen innerhalb des Teams, hat meinen Wunsch irgendwie vielleicht gehört. Ich habe immer gesagt, auf der linken Seite muss Mörking und Uwe Johann spielen. Dann ist Terodde vorne stark, hat die Möglichkeit, Tore zu machen. Hat jetzt zwar keins gemacht, aber er war gefährlich, er hat geackert. Wie die gesamte Schalker Mannschaft. Von der ersten Minute an konnte man diesmal sehen, die wollen. Sie hatten ja am Montag eine Aussprache. Aussprache hin, Aussprache her. Aussprachen kann man viele machen. Nach meiner Meinung hätte diese Aussprache schon vor 3 Monaten stattfinden müssen, nach den gezeigten Leistungen. Jetzt haben sie endlich mal gezeigt, das, was wir auf Schalke sehen wollen. Vor allen Dingen, was es heißt für den Verein zu spielen. Das haben sie gezeigt. Aber jetzt, leider muss ich schon wieder aber sagen, wir haben schon ein paar Mal hier gesessen und haben gedacht, nach Heimsiegen, jetzt ist der Knoten geplatzt. Jetzt muss die Bestätigung kommen. Und das ist wichtig. Und jetzt muss die Konstanz kommen. Und Konstanz ist auch eine Qualität. Und ich hoffe, Qualitätsfrage, die Mannschaft hat diese Konstanz. Und ich hoffe, es war jetzt nicht nur eine Eintagsfliege, sondern wir sehen am Samstag gegen Paderborn, die von der Spielweise her gleich wie St. Pauli agieren. Nur St. Pauli, und das habe ich auch gesagt, wir haben nur eine Chance gegen St. Pauli, wenn wir denen den Schneid abkaufen, wenn wir denen die Lust am Fußball nehmen. Und das haben wir gemacht. Wir haben Manndeckung genommen, wir sind teilweise über den ganzen Platz gelaufen, haben die bearbeitet. Und das muss am Wochenende auch wieder da sein. Und dann springt der Funke wieder über. Das war Wahnsinn, die Stimmung. Das war wirklich der Hammer. Da war Ekstase. Ich habe schon gedacht, wir wären aufgestiegen. So eine Stimmung war da. Das war damals beim Aufstiegsspiel gegen St. Pauli auch so. Und jetzt sind natürlich alle gespannt. Aber wir haben dadurch jetzt 29 Punkte. Das sieht jetzt ein bisschen entspannter aus. Aber man darf sich noch nicht zurücklehnen. Der Blick auf die Tabelle zeigt, das sind bis zum Relegationsrang jetzt 5 Punkte, aber es sind ja auch noch Ja, 10 Spiele. aber es geht auch ganz Naja, schnell. und Fünf Punkte. Konstanz ist eben immer so ein Thema. Aber Schalke muss, ich finde einfach, man merkt sofort, wenn es um Schalke geht, ist ja hier sofort. Da brennt das, da brennt das. Ja, aber ist ja gut. Aber ich finde, Schalke muss einfach wirklich auch Schalke sein. Und Schalke muss sich wirklich mal auf sich besinnen und nicht irgendwie, was ist in Dortmund, in Bochum oder keine Ahnung, wo in Essen, das ist alles scheißegal, sondern muss einfach sagen, wer sind wir denn eigentlich? Weil dieser Club ja, wenn du da bist, der ist auch nicht wie Borussia Dortmund und der ist auch nicht wie, was weiß ich, Köln, sondern der hat so diese ganz eigene DNA und so ein ganz eigenes Gefühl. Und das, und da müssen die, weil dieses alte Kumpelding, ich finde, das brauchen die wieder viel mehr. Die müssen mal wieder alle richtig zusammenhalten und auch mal, wenn es nicht so läuft, und dann wirklich sich da langsam hocharbeiten. Ich meine, das ist ja die Energie auch so ein bisschen der Region. So, und dazu gehört einfach mal zu sagen, wir spielen auch mal dreimal nur unentschieden. Und wenn es mal nur 0-0 ist und nicht gleich wieder alle nervös werden, sondern
Diese Konstanz, die musst du dir langsam erarbeiten und dann hast du auch wieder, und dann irgendwann kannst du auch mal wieder Fußball spielen, dass du sagst, jetzt macht es auch mal wieder richtig Spaß. So, und ich glaube, dann ist mit Schalke in den nächsten Jahren noch wieder zu rechnen. Nur Fakt ist natürlich, dass wir uns und die Mannschaft sich Woche für Woche selbst unter Druck gesetzt hat für die Heimspiele Ja. durch ihre schlechten Auftritte, die sie auswärts gezeigt haben, sodass wir im nächsten Spiel immer wieder unter Druck waren. Jetzt sieht es mal ein bisschen anders aus und jetzt könnte man an für sich mal locker und befreit aufspielen am Wochenende. Weißt du, was da fehlt? Ein schöner Investor aus Saudi-Arabien. So. Ja, So, der dann fehlt hätten wir auch. es doch. Das Wort zum Ja. Geburtstag. Um die Den Klammer brauchen zu wir. setzen, die Klammer Ja, brauchen wir. die Klammer, die brauchen brauchen wir und die hast du gesetzt. Und jetzt wir. zum Abschluss dieser wunderbaren Folge vielleicht noch ein Grußwort an den Gast, den wir nächsten Montag hier haben. Das kann ich jetzt schon mal verkünden. Es wird nämlich Rainer Kalligalmund sein. Nee, ich werde nicht glauben. Das ist ja sensationell. Hör mal, da kannst du froh. Bist du nächste Woche wieder mit Ja, dabei? selbstverständlich bin ich Da immer sei dabei, Maxe. froh, dass Ja. du, da sei froh, dass du heute zu Wort Ich gekommen wollte bist. gerade sagen, ich Nächste mache mir Woche auch schon kannst du dir ein paar Sorgen. Brötchen hinstellen und das im Kaffee. Ja. Aber grüß mir den Kalischi. Vielleicht noch eine kleine Kat Aber sensationell, ich muss sagen. Matze, hallo. Aber Kalli ist ein mega, mega, mega sympathischer Typ. Ich kann mittlerweile sagen, ist echt, hat wirklich, also ein Freund kann man schon sagen. Und der ist immer positiv und sieht in allem immer das Gute. Und das ist toll, da kann man sich viel von abgucken. Deswegen, ich bin für die Bundesliga und alle, die wir jetzt kritisiert haben, es ist ja nur möglich, weil diese Bundesliga einfach so unfassbar geil ist. Ist sie? Ich Bestes gucke sie Schlusswort. gerne. Ja, wir auch. Wir gucken sie auch gerne. Und ich hoffe, ihr habt heute auch gerne zugeguckt bei YouTube oder wenn ihr uns gehört habt, dann hoffentlich in voller Klangfarbe auf der Autobahn, wo auch immer ihr unterwegs seid. Ich höre Podcasts gerne beim Autofahren, du wahrscheinlich auch. Ja, vielleicht könnt ihr mal reinschauen, reinhören bei Echte Champions XXL. Ja. Immer donnerstags bei Spotify und Audio Now, der Podcast mit Kalli, Tobi Holtkamp und mir. Da, Genau. das darf ich, durfte ich noch nicht Nee, sagen. das darfst du definitiv sagen, weil es ist ja auch noch nie mal ein Konkurrenzprodukt, weil wir kommen ja montags und du kommst donnerstags. Das So. heißt, man hat zweimal was auf die Ohren, schön auf Ja. die Woche verteilt. Ist doch großartig. Besser geht's doch gar nicht. Also, das noch als Hörempfehlung und jetzt einen ja, schönen Start in die Woche und gerne bis zum nächsten Mal. Danke, ciao. Glück auf. Tschüss.